Sie sollen uns schützen hier. Das ist doch wohl nicht normal. Sie lassen uns hier einfach frei rumlaufen und jeder weiß, was los ist. Sind froh, wenn wir weg sind, alle. Das ist ein Ding. Natürlich ist die Stasi dabei und natürlich versucht die Stasi an uns ranzukommen. Das läuft doch wohl kein sein. Das läuft doch wohl jeden ein und der FSB und so. Und auch die Chinesen, die sind ganz keck und dabei. Und sie hören ja einiges, wie um uns rumgeschrien wird. Das ist ja wohl nicht normal. Ne? Oder das Kindergeschrei da auf dem Berg, einmal, wie ich da mal was sage und so. Extra nur für uns. Sie hängen nur um uns rum, tun nur um uns dumm. Sie laufen vor uns und dann müssen wir das Zeug einatmen. Sie bedrängen uns wieder mit dem Zeug und sie hauen auch das Zeug in unsere Wohnung. Da sind wir uns ganz, ganz sicher, das haben wir jetzt mitbekommen, wo wir mal draußen waren. Immer ging es uns in der Wohnung schlechter und immer hatten wir in der Wohnung Schwierigkeiten und das ist ja auch normal so. Und wir kommen nicht rein und wir können dann natürlich auch schlechter denken und uns fallen auch die Wörter nicht ein und so. Gut, gut, dass wir das alles haben. Stellen Sie sich mal vor, das hätten wir jetzt nicht. Das wäre aber ganz, ganz schlimm. Ja. Das ist unser einziger Beweis, diese Vergiftungssymptome und alles und so. Und Spezialist wüsste genau, was los ist. Und gut, dass ich so viel geredet habe, sonst hätten sie uns schon längst wieder weggefangen hier, Nadi, und mundtot gemacht hier. Ja. So, und das möchte ich auch nochmal sagen. Ich lehne hier alles ab, ne? Alles, was mit Psychiatrie zu tun hat und so, lehne ich alles ab. So, und wenn BKA und BND und so und alle anderen Sicherheitsdienste dann endlich mal auf unsere Seite sind, ne? Es ist ganz notwendig, es ist notwendig, dass man sich diese Ärzte schnappt und es ist notwendig, dass ich sie mir angucke. Ich brauche mich mit denen gar nicht unterhalten. Ich sehe schon sowas los ist. Es ist ganz wichtig, dass ich sie mir angucke. Ja, warum ich? Sind Sie Psychiater? Nee, sehen Sie, deshalb muss ich sie mir angucken. Wir müssen wissen, ob das alte Stasi-Seilschaften sind oder ob diese nur ein bisschen doof sind. Ja, Nati, was anderes ist nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Die können aber einen Unheil machen. Und die können aber Menschen kaputt machen. Na klar. Und auch diese Ärzte, da wären ja bestimmt auch andere Mediziner mit bei gewesen, die keine Psychiater sind. Also, die müssen aber ganz schnell weg. Das ist doch wohl ein Ding, oder was? Und Sie merken doch selbst, wie ich so voll war und wie ich so gekämpft habe und wie ich noch total, sagen wir so salopp, weil die Jugend das ja meistens hört, im Tee war, was ich da alles von mir gegeben habe. Da merken Sie doch, dass ich relativ normal sprechen kann und ansprechbar bin und auch genau erzählen kann, was los ist. So, und dann will mir einer sagen, da war nichts und so. So, und es sieht doch aus, als wenn wir Stromschläge gekriegt haben. Das möchte ich auch mal sagen. Das sieht auch so aus und... Auf jeden Fall scheinen wir Katheter, wurden uns wahrscheinlich Katheter gelegt und so weiter und so fort. Da sind wir uns ziemlich sicher und so. Und der Informant konnte uns das nur eindeutig sagen, dass wir im Krankenhaus waren. Und das ist eigentlich gar nicht möglich, weil wir haben uns die ganzen Jahre da ganz intensiv bemüht, dass wir Ärzte finden, die uns eigentlich nur auf Giftstoffe untersuchen. Und natürlich auf Medikamente, die wir verabreicht bekommen haben gegen unseren Willen. Also wir wurden vergiftet, ne? Also wenn ein gesunder Körper auch ein Medikament, und es ist noch so gut, bekommt, dann ist es für den Körper ein Gift. Das möchte ich nochmal eindeutig sagen, weil das ist jetzt ganz gefährlich, Nadi, weil vielleicht steht überall hier, alle vergiften uns und so. Ja. Natürlich ist das Medikament dann ein Gift, wenn man das nimmt und man gesund ist. Mhm. Dann wirkt es giftig auf den Körper, also toxisch. Ne? Vielleicht hätte ich immer schon toxisch sagen sollen, sonst tun sie mir ja noch so hier, als wenn wir noch sagen, wir werden überall vergiftet und so. Das ist alles so einfach. Also, so, ich möchte auch wissen, diese Hans-Männer, wer das war und so, und ich nehme auch jetzt an, dass gleich 2002, ne, da saß mal so ein, so irgendwie so schmuddelig, so total, passte so richtig zu allen, die da in diesem Sozialamt gearbeitet haben, ne? Ja. Die saß da so, die hat sich Pflanzen um sich gestellt und hat uns so beobachtet von einem anderen Schreibtisch. Und ich dachte damals noch, sie hat einen kleinen Vollbauz. Und ich denke, lasse mal, ne? So, und das könnte auch eine Psychologin gewesen sein oder sowas. Total heruntergekommen, totale zerzauste lange Haare, ne? War auch schon älter, ne? Und ja. Tat total doof und sitzt dann nun in dem Büro, ne, und sitzt da und, ne, und dann hat sie sich da so hintergesetzt und hat uns beobachtet mit ihrem dummen Kopf. Also das sind Dinge. Also andere sagen, Mann, wie kommt aus sich heraus, ist der arrogant und so. Nein, ich muss hier deutlich werden. Also es ist eine Frechheit. Spielen Sie weiter in Ihre Welt, Ihr Chaos, machen Sie Ihr Chaosleben und lassen uns in Ruhe, ne? Ja. Damit ich endlich an meine Vermögen komme, mein Recht kriege oder so. Weil sie sind doch hier nur Spielzeug. Das ist ein Ding, Nadi. Die müssten, werden sofort mitbekommen haben, was mit uns los ist. Aber sofort. Damals waren unsere Hirne ja noch nicht so geschädigt. Da haben sie mitbekommen, dass sie im Abseits stehen und dann wurden sie wütend. Dann wurden sie in ihrem Größenwahn arrogant wütend.
So wie denn die Herren Ärzte sind, die Götter im weißen Kittel. Ja, also ich mag, deshalb frag ich keinen den Titel und das sollte schon jeder mitbekommen haben, warum ich das auch gemacht habe, ne? Und warum ich da bei der keine Lust zu hatte oder so. Da wollte ich eigentlich nicht zugehören, aber jetzt muss ich Präsenz zeigen. Weil das ist wirklich so, das ist wohl so ein Menschen und das wird dann ja auch dann so eingebläut von Kindheit auf an und so, aber jeder Doktortitel, der blockiert, aber zu anderen Menschen. Das ist ganz, ganz schlimm. Aber jetzt hilft's nicht, jetzt müssen wir auch genauso sein. Ja, also wir sind heute aber fertig. Wir sind heute richtig sprachlos und wir müssen auch sehen, dass wir es irgendwie hochgeladen kriegen. Wir werden immer weiter gestört und wir haben nur gesagt, so 4 Wochen brauchen wir nur noch, bis wir noch einigermaßen andere Ergebnisse kriegen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das eigentlich nur ganz normale Polizeiergebnisse sind, die Polizei schon längst weiß, die man uns einfach vorenthält. Nichts anderes. Man hätte bloß sagen müssen, dass wir mal im Krankenhaus waren und so. Na, dann werde ich aber wach. Weil ich war hier zu keinem Arzt. Ich habe es nicht geschafft. Also vorher haben uns die Arztpraxen ja abgelehnt. Da haben sie ja gefragt, ob wir drogensüchtig sind. Das haben sie selbstverständlich verneint. Vorne bei der Anmeldung. Und natürlich sahen wir aus wie Drogensüchtige. Und dann hat man uns nicht angenommen, wie wir denn noch so einen Schein haben vom Sozialamt, ne? So, und dann hatten wir auch eine Krankenkasse. Und da habe ich nie so eine Chipkarte gekriegt oder wie man das nennt. Und du hattest mal eine, ne? Und dann war sie wieder weg und so. Also, ja, das sind schon alles ganz komische Sachen. Und, man wollte uns natürlich auch nicht, dass wir selbst zum Arzt gehen. Das passt natürlich nicht, ne? So sagt man vielleicht noch, wir haben auch vor Ärzten Angst, ne? Ah, das ist eine Frechheit. Und Dr. Senil hat ja auch gesagt, ich muss erst mehr Vertrauen zu Ärzten haben. Also das war das Schlechteste. Na, ich war still, ich habe dazu nichts gesagt, weil ich lasse mich schon so an mich reizen. Dr. Senili war auch schon ein bisschen älter und stand ganz schön neben sich und wusste auch gar nicht, was er da schreibt. Und das ist eine Frechheit. Und ich möchte auch, dass es was verschwindet. Er ist einfach in eine Wohnung eingedrungen und hat einfach irgendwelche geistigen Noten von sich gegeben. Das war eine ganz doofe Frechheit. Und war natürlich total irritiert, dass ich ruhig war, dass ich nur ein paar Medizinbücher gezeigt habe, dass ich auch vom Fach war und dann hat er bloß noch so affektiert dumm getan. Ne? Also es ist schlimm. Und dann dachte ich, er ist draußen und jetzt weiß ich, dass er im Bad weitergemacht hat und dass die Miesbach noch voll mitgemacht hat. Also sie sind alle suizidgefährdet und müssen alle in der Psychiatrie untersucht werden und brauchen wohl alle Medikamente, damit sie sich nicht selbst was antun, der Nati. Oder auch vor allen Dingen anderen was antun oder uns noch was antun wollen. Wir sind ja dann die Feinde, nur weil wir die Wahrheit sagen. Also das ist schon ein Ding. Und dass die Miesbach sich da so ein. Also das ist ein Ding, Frau Miesbach. Also Sie haben sowieso einen Kleinen an der Waffel und scheinen so eine Ostblock-Bevorzugte zu sein von irgendeiner Partei, von irgendwas, von Polen oder Tschechen oder Russen oder so. Und Sie ziehen hier bei uns hier im Hausflur DDR ab, ne? Da liegen da lauter Müllsäcke rum und da stehen dann große Gasflaschen drin und alles, das lässt einfach alles bei uns stehen und so. Also ich komme vor wie in der DDR. Genauso ein Schlampenhaufen wie in der DDR. Und sie wirtschaftet wohl alles runter und das ist ganz, ganz schlimm, ne? Das Und stimmt. nötigt und versucht zu maßregeln und dumm zu tun. Jetzt brauchst du da auch nicht mehr. Das ist doch vorbei. Ich möchte noch mal sagen, Sie wollen auch noch was von mir hier, Justiz und so und Richter und alles. Sie lösen diese GmbH auf und dann will ich sofort Entschädigung haben. Für den Winter und so weiter und so fort von dieser GmbH. Und da bleibt nichts mehr übrig. Ne? So, und Frau Miesbach, die kommt erstmal in die Psychiatrie. Da wird erstmal untersucht hier, warum sie Polizist ist und so weiter und so fort. Und warum sie kleine Mädchen Schmollmund macht und mich in die Psychiatrie kriegen will, obwohl sie davon nur gar keine Ahnung hat. Sie kann doch nicht mal richtig Deutsch. Sie konnte sich mit meiner Freundin nicht mal richtig Deutsch unterhalten. Das sind Dinge alles, was hier abläuft. Und genau so eine werden gebracht. Das sind dann bevorzugte Leute von anderen kommunistischen Parteien hier aus dem Ostblock, die dann hier reingebracht werden und die werden dann heimlich noch mit Drogengeld unterstützt, damit sie hier halten und irgendwelche GmbHs und so aufbauen und damit sie hier drin sind in Deutschland und Geld verdienen. Und andere Firmen, deutsche Firmen so verdrängen. Die dann natürlich keine Chance haben, wenn da immer noch so ein kleiner Gelddrogenfluss ist und so. Und nebenbei kümmert man sich dann auch um Aufträge und macht dann andere Firmen platt, die Konkurrent sind und so. Das ist was wir jetzt dadurch erst erkannt haben. Das kann man sich nicht vorstellen, wie frech diese Frau weiter auftritt und so. Und möchte auch nochmal dazu warnen in diesem Zusammenhang, ich unterbreche nochmal.